Meine Damen und Herren, liebe Freunde, lassen Sie mich mit einer Erinnerung beginnen. In den Jahren 1950 bis 1955 habe ich Dienst getan in der damaligen DDR. Ich war mehrfach bei Jugendwallfahrten zugegen. Zahlreiche Beichtväter waren tätig, um allen Jugendlichen den Frieden mit Gott und der Kirche zu vermitteln. Ein erfahrener älterer Priester, der mir die Primizpredigt gehalten hatte, sagte damals zu mir: Siehst du, das ist das Wertvollste an der ganzen Wallfahrt. Als Kaplan war ich in der Diaspora der DDR tätig, auch für die Jugendlichen. Ich hatte die große Freude, dass damals eine beträchtliche Anzahl von Jungen und Mädchen treu und redlich alle 4 Wochen das Bußsakrament empfing. Wir hatten an heutigen Zuständen gemessen eine blühende Jugend. In den Jahren 1953 und 1954 war ich dann tätig am Priesterseminar in Erfurt. An jedem Samstagabend versammelten sich katholische Jugendliche in der Brunnenkirche, um das kirchliche Nachtgebet zu verrichten. Gleichzeitig wurde von 2 Beichtvätern, einer war ich, Beichtgelegenheit geboten. Wir haben jeden Samstagabend stundenlang Jugendlichen das Sakrament der Versöhnung gespendet. Diese Erinnerungen haben mich das ganze Priesterleben über begleitet. Und es ist offenbar, dass der Empfang des Bußsakramentes seit dieser Zeit enorm zurückgegangen ist, ja, an vielen Orten beinahe oder ganz aufgehört hat. Vor allem Jugendliche finden sich nur noch höchst selten zum Beichten ein. Wir wollen heute überlegen, was es um das Bußsakrament ist und weshalb sein Empfang mit allen Mitteln gefördert werden sollte. Das Bußsakrament ist von Christus eingesetzt und war durch alle Jahrhunderte, wenn auch in verschiedener Form, in der Kirche üblich. Am Tage seiner Auferstehung gab der Herr den Aposteln und ihren Nachfolgern die Gewalt, Sünden zu vergeben und Sünden zu behalten. Der Protestantismus legt diese Stelle von der Beichte aus, von der Taufe aus, eine offenkundige, völlig verkehrte Auslegung. Hier ist eben nicht von der Taufe die Rede, sondern hier ist vom Bußsakrament die Rede. Damit nun jene bei der Vergebung oder Behaltung der Sünden gerecht vorgehen können, müssen die Sünder ihren Seelenzustand offenbaren. Die Gewalt des Priesters ist ja eine doppelte, nämlich zu vergeben oder zu behalten. Er kann die doppelte Vollmacht aber nur ausüben, wenn er den Zustand des Pönitenten kennt. Schon zu den Zeiten der Apostel kamen da die Christen zusammen und bekannten, was sie getan hatten, wie in der Apostelgeschichte 19,18 berichtet wird. Auch der Evangelist Johannes erwähnt, dass man durch das Bekenntnis seiner Sünden Verzeihung erlangen könne. 1. Johannesbrief 1,9. Die Kirchenväter und Kirchenlehrer der ersten Jahrhunderte ermahnten sehr oft die Christen zum Bekenntnis ihrer Sünden. Der heilige Augustinus schrieb: Es genügt nicht, wenn man Gott allein, dem nichts verborgen ist, seine Sünden bekennt, sondern man muss sie dessen Stellvertreter, dem Priester, bekennen. Es ist unmöglich, den Nachweis zu erbringen, dass das Bußsakrament menschlichen Ursprungs sei. Niemand vermag den Namen, den Ort oder die Zeit der Erfindung anzugeben. Lächerlich ist die Behauptung, die Beicht sei von den Priestern eingeführt worden. Erstens ist es denkbar unwahrscheinlich, dass die Priester eine Einrichtung geschaffen hätten,
die ihnen die größten Schwierigkeiten verursacht, nicht den geringsten Lohn einbringt und jedenfalls bei normalem Beichtverhalten ihre eigene Gesundheit am meisten untergräbt. Zweitens ist darauf hinzuweisen, dass die Priester genauso zur Beicht verpflichtet sind wie die übrigen Gläubigen. Nein, das Bußsakrament ist göttlichen Ursprungs. Aus seiner Einsetzung erkennen wir die Weisheit und die Barmherzigkeit Gottes. Tertullian bezeichnet mit einem glücklichen Ausdruck das Bußsakrament als die zweite Planke nach dem Schiffbruch, nämlich dem Verlust der Gnade in der schweren Sünde. Das Bußsakrament ist das Sakrament der Umkehr oder Bekehrung. Umkehr ist Abwendung von der Sünde und Zuwendung zu Gott. Der Entschluss, das Leben zu ändern und es neu auszurichten. Die Bekehrung des Sünders verleiblicht sich in den Handlungen, die von ihm für den gültigen Empfang des Bußsakramentes erbracht werden müssen. Reue und Vorsatz, Bekenntnis und Genugtuung. Im Sakrament der Buße wenden wir uns von den begangenen Sünden ab und wieder Gott zu. Wir bekennen unsere Sünden und übernehmen Bußwerke. Dafür vergibt uns Gott durch den Priester unsere Schuld. Deswegen ist das Bußsakrament das Sakrament der Sündenvergebung. Weil wir dabei unsere Sünden bekennen müssen, wird es mit einem deutschen Ausdruck auch Beicht, heilige Beicht, also Bekenntnis, genannt. Der Empfang des Bußsakramentes ist für jeden Christen, der nach der Taufe in eine schwere Sünde gefallen ist, zur Seligkeit unbedingt notwendig. Denn ohne dieses Sakrament kann er normalerweise die verlorene, heiligmachende Gnade nicht wieder erlangen. Wer sich bewusst ist, eine Todsünde begangen zu haben, darf selbst dann, wenn er echte Reue empfindet, die heilige Kommunion nicht empfangen, bevor er die sakramentale Absolution erhalten hat. Ausnahme, es wäre unmöglich, dieses Sakrament zu empfangen oder man müsste aus einem schwerwiegenden Grunde kommunizieren, ohne vorher beichten zu können. Wer in eine schwere Sünde gefallen ist, meine lieben Freunde, sollte nicht lange warten, sondern so bald wie möglich das Sakrament der Buße empfangen. Man darf sich nicht auf die Langmut Gottes verlassen. Es ist die gerechte Strafe der Sünde, dass der, welcher nichts Gutes tun wollte, da er konnte, nichts mehr tun kann, da er will, schreibt einmal mit einem schönen Wortspiel der heilige Augustinus. Bekehrungen in der Todesstunde sind nicht so sehr Beispiele als vielmehr Wunder. Christus verzieht zwar dem Schächer zur rechten Seite des Kreuzes, damit du nicht deiner Sünden wegen verzweifelst. Aber es ist nur einer, damit du dich nicht darauf verlässest und die Buße bis zum Tode verschiebst, schreibt wiederum in wunderbarer Weise der heilige Augustinus. Gott hat zwar den Büßern Verzeihung versprochen, aber er hat ihnen nicht den morgigen Tag versprochen. Auch hat die Buße keinen Wert zu einer Zeit, wo man nicht mehr sündigen kann. Dann hast du nicht die Sünde, sondern die Sünde hat dich verlassen, bemerkt der heilige Ambrosius. Es kann auch sein, und wir Priester wissen das, dass Sünder infolge ihrer langjährigen schlechten Gewohnheiten keine Kraft mehr haben, um sich wahrhaft von der Sünde abzuwenden. Die echte Bekehrung auf dem Sterbebett ist selten. Das Kirchengebot verpflichtet die Gläubigen, die das Unterscheidungsalter, also 7 Jahre, erreicht haben, die schweren Sünden, deren sie sich bewusst sind, wenigstens einmal im Jahre zu beichten. Wir sprachen früher von der Osterbeicht. Die Beschränkung der Beichtpflicht auf die schweren Sünden ist jüngeren Datums. Es war nicht immer so.
Bernhard Poschmann, der große Dogmengeschichtler der Buße, hat in dem Handbuch der Dogmengeschichte deutlich herausgestellt, dass die periodische Beichtpflicht eingeführt wurde, ohne Rücksicht auf die Schwere der Sünden. Es empfiehlt sich, in einem bestimmten zeitlichen Rhythmus zu beichten und daran festzuhalten. Wenn man den Empfang des Bußsakramentes der Lust oder Laune überlässt, besteht die Gefahr, dass er immer wieder verschoben wird und dass die Gründe für das Verschieben immer schwächer werden. Ich empfehle den Pönitenten, für ein gediegenes religiöses Leben die wenigstens fünfmalige Beicht im Jahr, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Marieaufnahme in den Himmel und Allerheiligen. Bestimmte Personengruppen sind gehalten, oft das Bußsakrament zu empfangen. Der Codex Iuris Canonici fordert die Priester und die Priesterkandidaten zur häufigen Beicht auf. Ich bezweifle, dass der Speyerer Bischof Schlembach dieses Gesetz zutreffend auslegt, wenn er als Mindestmaß der dem Priester auferlegten Beichthäufigkeit alle Vierteljahre nennt. Sünden vergeben kann Gott allein. Jesus als der wahre metaphysische Gottessohn ist im Besitz der Gewalt, Sünden zu vergeben. Er hat sie selbst ausgeübt und Menschen übertragen, damit sie sie in seinem Namen ausüben. Es sind die Apostel und deren Nachfolger. Ihnen ist, wie Paulus im 2. Korintherbrief schreibt, der Dienst der Versöhnung anvertraut. Sie sind an Christi Statt gesandt. Durch sie mahnt Gott selbst, lasst euch mit Gott versöhnen. Nur Bischöfe und Priester haben durch die empfangene Weihe die Vollmacht erhalten, die Sünden zu vergeben. Die Sündenvergebungsgewalt der Priester heißt Schlüsselgewalt, weil durch sie dem Sünder der verschlossene Himmel wieder geöffnet wird. Die Ausübung der Schlüsselgewalt geschieht durch eine Lossprechungsformel. Seit einigen Jahren ist eine neue Formel eingeführt worden. Sie lautet in deutscher Übersetzung: Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die entscheidende Lossprechungsformel ist nur der letzte Satz. So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Bußsakrament enthält ein doppeltes Handeln. Ein Handeln des Menschen und ein Handeln Gottes. Der Mensch bekehrt sich unter dem Antrieb der Gnade in Reue, Bekenntnis und Genugtuung. Gott gewährt durch den Dienst des Priesters Sündenvergebung und bestimmt durch diesen Art und Höhe der Genugtuung. Die Versöhnung mit der Kirche ist in dem Wort vom Binden und Lösen ausgesagt. Wen die Apostel aus der Gemeinschaft ausschließen, den schließt Gott auch aus der Gemeinschaft mit sich aus. Wen sie von neuem in die Gemeinschaft aufnehmen, den nimmt auch Gott wieder in die Gemeinschaft mit sich auf. Der Priester im Beichtstuhl übt ein dreifaches Amt aus, nämlich das des Lehrers, des Arztes und des Richters. Als Lehrer hat der Priester den Beichtenden zu unterrichten, wenn er bemerkt, dass dieser sich in wichtigen Dingen in Unkenntnis befindet. Der Priester ist im Beichtstuhl als Lehrer der Anwalt Gottes. Er soll Gottes Sache bei den Menschen, die ihre Sünden bekennen, voranbringen. Er hat darum nicht private Ansichten zu vertreten, sondern die verbindliche Lehre der Kirche. Wer den Gläubigen die Kenntnis des christlichen Sittengesetzes im Beichtstuhl vorenthält, versündigt sich
an seiner Aufgabe als Lehrer. Der regierende Papst musste am 21. März 1992 darauf hinweisen, dass der Priester, der das Bußsakrament verwaltet, dabei auch das Lehramt der Kirche ausübt. Deswegen habe er nicht seine privaten Ansichten, sondern die Lehre der Kirche vorzutragen. Private Ansichten vortragen, die im Gegensatz zum Lehramt der Kirche stehen, sei Verrat an den Seelen und ein Widerspruch zum Kern des priesterlichen Dienstes. Der Priester nimmt sodann im Bußsakrament die Stelle eines Richters ein. Das Beichtverfahren ist ja seiner Form nach ein Akkusationsverfahren, also ein Anklageverfahren, und zwar aufgrund der Selbstanklage. Der Priester hört die Anklage und fällt das Urteil. Als Richter muss er beurteilen, ob der Beichtende der Losbrechung würdig ist oder nicht. Im ersten Falle wird er die Absolution erteilen, im zweiten dagegen sie verschieben. Ich erinnere mich, meine lieben Freunde, aus den 47 Jahren meiner Tätigkeit als Beichtvater noch eines jeden Falles, wo ich einem Pönitenten sagen musste, ich kann Ihnen die Losprechung nicht geben. Schließlich versieht der Priester im Beichtstuhl den Dienst des Seelenarztes. Als Arzt lässt sich der Priester vom Beichtenden, der wegen seiner Sünden geistlich krank ist, den Seelenzustand beschreiben, wie auch der Arzt des Leibes den Kranken fragt, was ihm fehle. Als Arzt gibt der Priester dem Beichtenden die Mittel zur Hand, die dieser anwenden soll, um geistlich zu genesen, wie auch der Arzt des Leibes dem Patienten gewisse Medizinen verschreibt. Wer in der Vollkommenheit Fortschritte machen will, dem ist zu empfehlen, sich der Leitung eines bestimmten Beichtvaters zu überlassen. Man soll sich einen klugen Beichtvater wählen, so wie man sich für die Gebrechen des Leibes einen geschickten Arzt sucht. Man soll sich einen Beichtvater wählen, zu dem man Vertrauen hat, und man sollte ihn nicht ohne Grund wechseln. Doch kann es nützlich sein, von Zeit zu Zeit zu einem anderen Priester zur Beicht zu gehen, um sich nicht knechtisch an einen Menschen zu binden. Der Dienst des Priesters, meine Damen und Herren, ist auf allen Gebieten seines Auftrags verantwortungsvoll. Aber kein Dienst ist schwerer und mit mehr Verantwortung beladen als die Verwaltung des Bußsakramentes. Er verlangt vom Priester die Anspannung aller seiner Kräfte, seines Wissens und seiner Menschenkenntnis, seines Wohlwollens und seiner Hirtensorge, seiner Feinfühligkeit und seines Verständnisses. Der Priester muss einmal für jeden Pönitenten und für jede Beicht vor Gott Rechenschaft ablegen. Der Priester, der das Bußsakrament verwaltet, verrichtet den Dienst des guten Hirten, der dem verlorenen Schaf nachgeht. Er gleicht dem Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet und ihn bei der Rückkehr liebevoll aufnimmt. Das deutsche Wort Beichtvater drückt trefflich aus, in welcher Rolle der Priester seinen Dienst bei der Spendung des Bußsakramentes vollziehen soll. Er ist zwar stets in der Rolle des Vaters, insofern er durch Wort und Sakrament das übernatürliche Leben in den ihm Anvertrauten instrumental hervorbringen und fördern soll. Aber im Sakrament der Buße, im Sakrament der Versöhnung, erreicht seine Vaterschaft eine besondere Dimension. Wenn das Bußsakrament auf beiden Seiten des Beichtgitters richtig verstanden wird, ereignet sich hier etwas, das in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn in ergreifender Weise vorgebildet ist. Der Priester nimmt gleichsam die Züge des Vaters an, der seinem heimgekehrten Sohn in unerschöpflicher Liebe entgegengeht und ihn aus der Pein des Schuldbekenntnisses zum Fest der Versöhnung führt. Für diese
eben geschilderte Vaterstellung ist das Lebensalter des Priesters ohne Bedeutung. Als ich meine Tätigkeit bei der Verwaltung des Bußsakramentes aufnahm, war ich 24 Jahre alt. Niemals habe ich erlebt, dass Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sich daran gestoßen und deswegen den Beichtstuhl gemieden hätten. Der Priester, der das Bußsakrament verwaltet, muss sich bemühen, ein guter Beichtvater zu sein. Wie sieht ein guter Beichtvater aus? Der gute Beichtvater liebt seine Beichtkinder. Er teilt ihr Wohl und Wehe, er kennt ihr Ringen und Kämpfen, er weiß um ihre Not und um ihren guten Willen. Wenn einem an den Menschen nichts liegt, dann soll man die Finger vom Beichtinstitut lassen. Der gute Beichtvater hat heilige Ehrfurcht vor seinen Beichtkindern. Er weiß um den Wert und das Geheimnis einer jeden Person. Er kennt oder ahnt das Schicksal, das häufig schwere Schicksal seiner Pönitenten. Er hat es erfahren, welche Last manche in sich tragen durch Vererbung und Erziehung. Er weiß, wie sich manche im Gefängnis ihrer Leidenschaften die Finger blutig reiben. Ihm ist es darum zu tun, ihnen zu helfen und ihr Leben nach Möglichkeit zu erleichtern. Es gibt für den guten Beichtvater keine größere Freude, als wenn er sieht, dass jemand in aller Aufrichtigkeit auch seine schwersten Sünden beichtet. Denn er erkennt, dass sich die betreffende Person vollkommen gebessert hat oder bessern will. Der Priester gleicht einem Fischer, der umso froher ist, je größer der Fisch ist, der ins Netz gegangen ist, schreibt einmal der heilige Vinzenz Ferrer. Der gute Beichtvater bereitet sich durch Gebet auf die Verwaltung des Bußsakramentes vor. Er betet häufig, möglichst jeden Tag für seine Pönitenten. Denn er weiß, dass Christus der eigentliche Seelsorger ist, dem er lediglich seinen Geist und seinen Körper leiht. Dieser Seelsorger vermag unmittelbar im Herzen zu wirken, was ihm selbst nicht gegeben ist. Der gute Beichtvater erhebt sich nicht über den Sünder, sondern weiß sich mit ihm solidarisch. Er kennt seine eigenen Schwächen und Fehler. Er weiß, dass ihm viele Gelegenheiten zur Sünde erspart bleiben, denen manche seiner Pönitenten erliegen. Er wird den Beichtenden gelegentlich sagen, wie sehr er selbst mit seinen schlechten Neigungen zu ringen hat. Der gute Beichtvater pflegt selbst den eifrigen Empfang des Bußsakramentes. Je demütiger, reiner und heiliger er ist, umso mehr vermag er in den Seelen der Pönitenten zu wirken. Er verlangt nichts von ihnen, was er nicht selbst leistet. Der gute Beichtvater ist auch rein menschlich vertrauenswürdig. Er ist kein Schwätzer und Vielredner, kein Aufschneider und Prahler. Er zeichnet sich durch Bescheidenheit und Demut aus. Er strahlt Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit aus. Der gute Beichtvater ist geduldig. Der Mensch überwindet seine schlechten Neigungen oder Leidenschaften gewöhnlich nicht von heute auf morgen. Gewohnheit wird nur durch Gewohnheit besiegt. Der gute Beichtvater wartet. Er macht dem Pönitenten Mut und legt ihm immer wieder neue Motive für den Kampf gegen die Sünde vor. Nicht selten begehren Gläubige den Dienst des Beichtvaters zu ungelegener Zeit. Niemals sollte er deswegen unwirsch werden oder die Menschen schroff abweisen. Wenn immer es möglich ist, sollte er den Pönitenten annehmen. Falls es wirklich unmöglich ist, etwa am Sonntagmorgen vor Beginn der Heiligen Messe, muss er ihn auf eine günstigere Zeit verweisen. Es gibt Zeitpunkte der Gnade, die genutzt werden sollten, weil sie vielleicht niemals wiederkehren. Der gute Beichtvater erwirbt durch seine Tätigkeit bei der Verwaltung des Bußsakramentes alle jene Fertigkeiten und Tugenden, Kenntnisse und Einsichten, ohne die ein gedeihliches, seelsorgliches Wirken schwer denkbar ist.
Wissen um die Schwäche des Menschen, Erlebnis ihrer leichten Verführbarkeit, Beobachtung des Unzureichens der Vorsätze, Verständnis für den Rückfall in die Sünde. Der gute Beichtvater besteht es, Erfahrungen zu machen und aus den Erfahrungen zu lernen. Die Erfahrung ist dem Beichtvater eine große Hilfe bei der Ausübung seines Dienstes. Sie lehrt ihn, wie Menschen sind und sich verhalten, wie ihre Anklage zu beurteilen ist, ob echte Reue und wahrer Vorsatz vorliegen. Es gab und gibt Leute, die Anklagen und Vorwürfe gegen einen Beichtvater oder gar gegen alle Beichtväter richten. Es soll nicht bestritten werden, dass Fehler und Ungeschicklichkeiten bei der Verwaltung des Bußsakramentes vorkommen. Der Beichtvater ist stets in höchster Anspannung und manchmal in großer Zeitnot tätig. Nicht jeder verfügt über das erforderliche moraltheologische Wissen, um jedes Mal die Prinzipien sauber auf den Einzelfall anzuwenden. Dennoch leiden Anklagen und Vorwürfe gegen Beichtväter an einem unüberwindlichen Mangel. Sie sind nicht nachprüfbar. Sie gehen von einer Seite aus und die andere Seite kann sich regelmäßig nicht wehren, denn der Beichtvater ist an das Schweigegebot gebunden. Der deutsche Name Beicht ist, wie ich schon sagte, von einem Stück des Bußsakramentes hergenommen, nämlich vom Bekenntnis der Sünden. Wenn man die Sünden bekennen soll, muss man sie aufsuchen. Um die Sünden zu erkennen, ist es notwendig, sich zu prüfen und sein Gewissen zu erforschen, welcher Verfehlungen es uns anklagt. Es muss vor allem ein Sündenbewusstsein da sein. Entscheidend ist die Vermittlung der Erkenntnis, dass Schuld gegenüber Gott besteht und der Vergebung durch Gott bedarf. Wenn wir die Heilige Schrift ansehen, da finden wir, dass die oft zu hörende Rede, ich habe keine Sünde, offensichtlich nicht zutreffen kann. Denn der Apostel Johannes lehrt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und ein wenig weiter unten, wenn wir sagen, wir hätten nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wir müssen also Gewissenserforschung halten, uns besinnen, wie wir gesündigt haben durch Gedanken, Worte, Werke und Unterlassungen. Bei schweren Sünden muss man sie auch erforschen über die genaue Zahl und die wichtigen Umstände. Die Gewissenserforschung soll nicht leichtfertig, aber auch nicht ängstlich vorgenommen werden. Man kann sie in verschiedener Form anstellen, zum Beispiel nach den 10 Geboten, nach den Hauptsünden, nach den Tugenden, nach den Pflichten gegen Gott, den Nächsten und sich selbst, nach der Bergpredigt, nach den Mahnungen der Apostel. Der schlimmste Fehler bei der Gewissenserforschung besteht darin, dass man die schweren und beschämenden Sünden übergeht, dagegen die lässlichen mit Genauigkeit ausfindig zu machen sucht. Durch die gute Gewissenserforschung gelangen wir zur Selbsterkenntnis, die der Anfang jeder Besserung ist. Wie man eine Krankheit nicht heilen kann, die man nicht kennt, so kann man auch eine Sünde nicht bereuen, die man nicht erkennt. Die Selbsterkenntnis ist eine Gabe Gottes, die wir nur durch Gebet erlangen können. Wir sollen da vor der Gewissenserforschung den Heiligen Geist anrufen, damit er uns erleuchte. Als Hilfe bei der Gewissenserforschung kann uns ein guter Beichtspiegel dienen. Derjenige im Gotteslob ist kein guter Beichtspiegel. Gut ist ein Beichtspiegel, der ins Einzelne geht, der nur Sünden und nicht auch bloße Unvollkommenheiten enthält, der in etwa die verschiedene Schwere der Sünden erkennen lässt. Die Empfehlung, persönlich zu beichten, ist richtig, wenn damit gemeint ist, dass man seine eigene Seelenverfassung und die Umstände der eigenen Sünden bekennt. Aber persönlich beichten kann nicht heißen, von Sündenkatalogen oder Beichtspiegeln radikal absehen. Der Blick in den Beichtspiegel ist jedenfalls für den, der selten beichtet, notwendig, um sich bewusst zu machen, wessen man sich anzuklagen hat.
in einem Buche, meine lieben Freunde, das ich jeden Tag zur Hand nehme, nämlich im Buche von der Nachfolge Christi, das aus dem 15. Jahrhundert stammt, steht die Aufforderung, man solle sich vor der Heiligen Kommunion prüfen und dann erst von diesem heiligen Geheimnis essen. Bei dieser Gelegenheit beschreibt der Verfasser den eigenen Seelenzustand. Ja, seufze und weine, dass du noch so fleischlich und so irdisch gesinnt bist, so unbezähmt in deinen Leidenschaften, so voll Regungen der Fleischeslust, noch so unbewacht in den äußeren Sinnen, so verstrickt in törichte Einbildungen, noch so schnell die Wende zum Äußerlichen, so unachtsam auf das Innerliche, noch so leichtfertig zum Lachen und zur Ausgelassenheit und so felsenhart zum Weinen und zur Reue, noch so vorschnell zu allem, was freiere Lebensart ist und der Sinnlichkeit schmeichelt, und so träge zum Ernst und heiligen Eifer, noch so gierig Neues zu hören und Schönes zu sehen, und so kraftlos, Niedriges und Unangenehmes auf dich zu nehmen, noch so gierig vieles zu haben und so karg zum Geben und so zäh im Behalten, noch so unüberlegt im Reden und so ungeübt im Schweigen, noch so unordentlich im Benehmen und so rücksichtslos im Handeln, noch so unmäßig im Essen und so taub für Gottes Wort, noch so eilig zur Ruhe und so langsam zur Arbeit, noch so achtsam bei törichtem Gerede und so schläfrig beim heiligen Gottesdienst, noch so eilig zum Ende, so zerstreut beim Aufmerken, noch so nachlässig im Stundengebet, so lau bei der Feier der heiligen Messe, so trocken am Tisch des Herrn, noch so schnell abschweifen und zerfahren, so selten ganz in dir gesammelt, noch so leicht erregt zum Zorn, so bereit zum Tadel, noch so schnell fertig mit dem Urteil, so streng im Beschuldigen, noch so ausgelassen im Glück und niedergeschlagen im Unglück, noch so reich an guten Vorsätzen und so bettelarm an gutem Vollbringen. Ich meine, meine lieben Freunde, dass der Verfasser des Buches von der Nachfolge Christi hier unseren, oder besser meinen Seelenzustand vorzüglich beschrieben hat, wie er uns in der Gewissenserforschung vor Augen treten sollte. Natürlich muss man wissen, was Sünde ist. Sünde ist Ungehorsam, Auflehnung, Überheblichkeit gegen Gott. Sie ist auch eine Beleidigung Gottes, insofern sie ihm die Ehre, die wir ihm durch Befolgung seines Willens zu beweisen haben, entzieht. Der Sünder zieht ein irdisches Gut Gott vor und verletzt so die ihm geschuldete Liebe. In der Heiligen Schrift wird die Todsünde als Finsternis, Gemeinschaft mit dem Teufel, Abkehr von Gott, Gräuel vor Gott, Gegenstand des Zornes Gottes, Grund des ewigen Verderbens beschrieben. Die Sünden sind nicht alle gleich groß. Eine Sünde ist umso größer, je wichtiger der verletzte Gegenstand ist und je überlegter und freier man handelt. Manche Sünden sind so groß, dass sie uns gänzlich von Gott trennen und seiner Freundschaft völlig berauben. Sie heißen Schwiere oder Todsünden. Sünden, die nicht so groß sind, heißen lässliche Sünden. Die Todsünde besteht darin, dass jemand ein Gebot Gottes in einer wichtigen Sache mit vollem Bewusstsein und bedachter Zustimmung übertritt. Eine wichtige Sache ist Gott, Gottes Ehre, die sittliche Vollendung des Menschen, die sittliche Ordnung als solche, jede Zurückweisung des sittlichen Endzieles, jede grundsätzliche Auflehnung gegen das Sittengesetz, Hass, Lästerung Gottes, das sind wesensgemäß schwere Sünden. Aber nicht nur diese. Wichtige Gegenstände sind auch alle jene Güter und Aufgaben, die als nähere, geschaffene Ziele zur Verwirklichung des höchsten Zieles notwendig sind. So vor allem die Menschennatur und ihre Gesetze, die Ordnung und der Friede der menschlichen Gesellschaft. In den Lasterkatalogen des Apostels Paulus im Galaterbrief, im 1. Korintherbrief und im Römerbrief sind viele Todsünden aufgezählt.
Der regierende Papst warnt in der Enzyklika Veritatis Splendor davor, die Todsünde auf den Akt einer Grundentscheidung oder Grundoption gegen Gott zu beschränken, wie das gewisse Moraltheologen versuchen. Vielmehr wird die Grundorientierung zu Gott durch jede konkrete Einzelhandlung, welche die angegebenen Merkmale enthält, umgestürzt. Eine lässliche Sünde begeht, wer entweder ein Gebot Gottes in einer geringeren Sache freiwillig verletzt oder wer ein Gebot Gottes in einer wichtigen Sache übertritt, aber ohne volle Kenntnis oder ohne volle Zustimmung. Lässliche Sünden können Todsünden werden, wenn man sie begeht mit herausfordernder Verachtung für Gott und sein Gesetz und wenn sie sehr schlimme Folgen haben, die man voraussieht beim Begehen der lässlichen Sünde. Auch die lässlichen Sünden haben üble Wirkungen. Sie mindern die Liebe zu Gott in unserem Herzen. Die Würdigkeit, Gottes Hilfe zu erfahren, geht zurück. Die Kraft, die Todsünde zu meiden, wird geschwächt. Von der lässlichen Sünde kann niemand frei bleiben, ohne ein besonderes Privileg Gottes, wie es Maria, die Gottesmutter, hatte. Gott lässt zu, dass wir in lässliche Sünden fallen, um uns in der Demut zu erhalten. Unsere Fehler sollen uns also demütigen, aber nicht entmutigen. Man unterscheidet innere und äußere Sünden. Äußere Sünden zu erklären ist nicht schwer. Es sind solche, die nach außen in Erscheinung treten. Aber innere Sünden sind schwerer zu erklären. Innere Sünden sind erstens die Lust am vorgestellten Bösen, die sich der freie Wille zu eigen macht, die er hervorruft oder der er zustimmt. Das freiwillige, mit Wohlgefallen am Bösen verbundene Verweilen der Gedanken und Empfindungen bei einem sündhaften Gegenstand, ohne den Wunsch, das Böse zu tun, das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe, die innere Begierde, die innere Sünde, ist die böse Begierde, die dann vorliegt, wenn die bloße Ergötzung an der rein vorgestellten Sünde zum praktischen Wunsch nach der Sünde wird, ohne dass aber ein bestimmter Entschluss zur Ausführung gefasst wird. Und schließlich die dritte Stufe, innere Sünde ist der freie Entschluss, die sündhafte Tat zu vollbringen. Er ist die Seele der äußeren Tat. Man unterscheidet eigene und fremde Sünden. Eigene Sünden sind solche, die man selbst begeht. Fremde Sünden sind solche, die andere begehen, an denen wir aber irgendwie beteiligt sind. An fremden Sünden macht man sich schuldig, wenn man eine böse Handlung befiehlt, anrät, bewilligt, lobt, unterstützt, verteidigt, dazu reizt oder stillschweigt oder sie nicht bestraft, obwohl man die böse Handlung verhindern konnte und sollte. Am häufigsten ist es die Feigheit, die Menschenfurcht, die uns an fremden Sünden mitschuldig macht. Ein Beispiel aus der Geschichte. Der heilige Thomas More lehnte es ab, an der Krönung der zweiten Frau, König Heinrichs des VIII., Anne Boleyn, teilzunehmen, denn er sah in der Anwesenheit eine Billigung der ungerechten Entlassung der ersten Frau. Das Allernotwendigste beim Bußsakrament ist die Reue. Eine Beicht ohne wahre Reue ist ungültig. Wer ohne wahre Reue beichtet, erlangt von Gott die Verzeihung der Sünden nicht. Damit die Beicht gültig ist, müssen wir wenigstens alle Todsünden bereuen. Wer nur lässliche Sünden zu beichten hat, muss wenigstens eine seiner gebeichteten lässlichen Sünden ernstlich bereuen, sonst wäre auch diese Beicht ungültig. Reue ist Schmerz und Abscheu über die begangene Sünde mit dem Vorsatz, künftig nicht mehr zu sündigen. Reue hat also zwei Richtungen. In die Vergangenheit Schmerz und Abscheu. In die Zukunft der Vorsatz, nicht mehr zu sündigen. Wer Reue hat, dem tut es aufrichtig leid, dass er die Sünde begangen hat. Er wünscht, hätte ich das Böse doch nicht getan. Die Reue schließt aber auch die Bereitschaft ein, die Folgen der Sünden wieder gut zu machen. Es geschieht zu ihrem Teil bei der Übernahme und Ableistung der Genugtuung, die der Beichtvater auferlegt.
Zur Reue gehört endlich auch die Bereitschaft, den immateriellen und materiellen Schaden, der durch die Sünde angerichtet wurde, wieder gut zu machen. Wie gelangt man zu wahrer Reue? Wir gelangen zu wahrer Reue, wenn wir erwägen, dass wir uns durch die Sünde über die unendliche Majestät Gottes erhoben haben und dass wir unserem größten Wohltäter undankbar gewesen sind. Besonders hilfreich ist es, daran zu denken, dass der eingeborene Sohn Gottes, der Heilige und Gerechte, für die Sünder gestorben ist. Er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben, schreibt Paulus im Brief an die Galater. So empfiehlt es sich, bei der Vorbereitung auf den Empfang des Bußsakramentes das Kreuz zu betrachten oder den Kreuzweg zu gehen. Man unterscheidet vollkommene und unvollkommene Reue. Wir haben vollkommene Reue, wenn uns die Sünde leid tut aus Liebe zu Gott. Wir haben unvollkommene Reue, wenn uns die Sünde leid tut wegen der Abscheulichkeit der Sünde und wegen der Strafen, die wir dafür von Gott verdient haben. Die vollkommene Reue erlangt die Vergebung der Sünden, wenn sie mit dem festen Entschluss verbunden ist, sobald das möglich, das sakramentale Bekenntnis abzulegen. Die unvollkommene Reue allein erlangt nicht die Vergebung der schweren Sünden, aber sie disponiert dazu, sie im Bußsakrament zu erlangen. Die Reue ist gut und heilig und man kann nicht genügend darüber sprechen. Aber es gibt keine absolute Gewissheit, ob der Mensch mit ihr die verletzte Gerechtigkeit Gottes wiederherstellt. Zur wahren Reue gehört der gute Vorsatz. Der Sünder muss wenigstens den ernsten Willen haben, erstens alle schweren Sünden und deren nächste Gelegenheit zu meiden, zweitens die notwendigen Besserungsmittel anzuwenden und drittens den angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Meide die Gelegenheit und du meidest die Sünde. So hat der Abt Nilus einmal einem seiner Jünger gesagt. Der Vorsatz sollte sich möglichst auf eine bestimmte Sünde richten, und zwar auf die Lieblingssünde. Es genügt, wenn man die ernstliche Bekämpfung eines einzigen Lasters anzielt, denn dadurch kämpft man auch gegen die anderen. Die Gelegenheit zur Sünde ist alles, wodurch man höchstwahrscheinlich zur schweren Sünde verleitet wird. Man unterscheidet die freiwillige und die notwendige, die nahe und die entfernte Gelegenheit zur Sünde. Wer die Gelegenheit zur Sünde ohne große Schwierigkeit aufgeben kann und es nicht tut, wer also die freiwillige nächste Gelegenheit nicht meiden will, der hat keine Reue. Er beichtet ungültig und die Lossprechung kann ihm nichts nützen. Ich habe im Jahre 1956 einmal einen erschütternden Fall erlebt. Ich war damals in München und es kam ein Priester aus Ungarn nach München. Nach einiger Zeit, er wohnte in der Nähe, erzählte er mir, er werde fortwährend von Prostituierten angesprochen. Meine Damen und Herren, ich war viele Jahre in München. Ich bin nicht ein einziges Mal von einer Prostituierten angesprochen worden. Man muss eben nicht dahin gehen, wo man von solchen Leuten angesprochen wird. Wer sich in die Gefahr begibt, kommt darin um und er ist umgekommen. Das Konzil von Trient hat als Dogma formuliert, das spezielle Bekenntnis der Todsünden ist kraft göttlichen Rechtes notwendig, um im Bußsakrament die Verzeihung Gottes zu erlangen. Wir müssen unsere Sünden beichten, das heißt bekennen, weil Christus es bei der Einsetzung des Bußsakramentes mittelbar angeordnet hat. Er hat den Aposteln eine zweigestaltige Vollmacht gegeben, Sünden nachzulassen und Sünden zu behalten. Damit nun deren Nachfolger, die Priester, wissen können, ob sie Sünden nachlassen können oder ob sie behalten müssen, ist das Bekenntnis der Sünden notwendig. Wir müssen wenigstens alle Todsünden beichten und dazu die Zahl und die wichtigen Umstände. Die Häufigkeit, mit der eine Sünde geschah, ist wichtig,
zur Erkenntnis des Seelenzustandes des Sünders. Die Umstände, unter denen eine Sünde geschah, sind bedeutsam zur Beurteilung der Schwere der Schuld. Ein Priester, das sei hier noch eigens bemerkt, ein Priester muss immer, wenn er beichtet, als erstes dem Beichtvater sagen, ich bin Priester. Warum? Weil diese Eigenschaft möglicherweise die Sünde verändert, nämlich erschwert. Das regelmäßige Bekenntnis der lässlichen Sünden hilft, das Gewissen zu bilden, die bösen Neigungen zu bekämpfen, sich vor schweren Sünden zu bewahren, die Seele zu heilen und im geistlichen Leben zu wachsen. Wir Beichtväter machen die Erfahrung, dass Personen, die häufig beichten und sich sorgfältig auf die Beicht vorbereiten, oft eine umfangreichere Anklage formulieren als solche, die nach langer Zeit wieder das Bußsakrament empfangen. Der Grund ist klar. Er liegt darin, dass die Ersteren sich besser erforschen und darum auch besser kennen. Generalbeicht ist das Bekenntnis aller Sünden, die in einem längeren Zeitraum begangen wurden. Darin werden also die bereits gebeichteten Sünden wiederholt. Die Generalbeicht führt zu vertiefter Selbsterkenntnis. Durch sie kommen die verborgensten Fehler zum Vorschein. Die Generalbeicht vermehrt auch die Demut. Denn durch den längeren Zeitraum, den sie erfasst, erkennen wir die Menge unserer Sünden, auch solche, die wir längst überwunden haben oder überwunden glauben. Die Generalbeicht verschafft normalerweise, ich spreche nicht von Skrupulanten, verschafft normalerweise eine große Seelenruhe, etwaige Unsicherheiten und Ungenauigkeiten werden beseitigt, sie vermittelt uns tiefe Gnaden. Die Generalbeicht ist notwendig für jene, die einmal ungültig gebeicht haben. Sie ist empfehlenswert für jene, die einen neuen Lebensabschnitt beginnen oder in Todesgefahr schweben. Sie ist abzuraten, ja zu verbieten, wenn es sich um Skrupulanten handelt. Schon rein menschlich gesehen befreit uns das Geständnis der Sünden und erleichtert die Versöhnung mit anderen. Durch das Geständnis stellt sich der Mensch seiner Schuld, übernimmt er die Verantwortung für seine Taten und wird er wahrhaftig und aufrichtig. Im Bußsakrament dient das Bekenntnis nicht bloß der psychischen Entlastung, sondern der metaphysischen Heilung. Es mag manchem schwer fallen, seine Sünden zu bekennen, aber noch viel schwerer ist es, sie aufrichtig zu bereuen und sich ernsthaft vorzunehmen, sie nicht mehr zu begehen. Es ist Satan, der uns vor der Beicht mit Furcht und Scham erfüllt. Wenn wir sündigen, nimmt er uns die Furcht. Wenn wir aber bekennen sollen, stellt er uns die Furcht wieder zurück und macht uns verlegen. Er flüstert uns zu, das kannst du nicht bekennen. Du müsstest dich ja schämen, so etwas zu bekennen. Wir sollten uns schämen, die Sünde zu tun. Aber wir dürfen uns nicht schämen, sie aufrichtig zu bekennen. Es gibt, meine lieben Damen und Herren, eine Reihe von Überlegungen, die uns das Bekenntnis der Sünden erleichtern können. Die Beicht, das beschämende Eingeständnis oder das Bekenntnis beschämender Fehler, kostet manche Menschen große Selbstüberwindung. Aber die wahre Buße wird von Gott belohnt. Wer sich in der Beicht demütigt, der empfängt reiche Gnade. Denn den Demütigen gibt Gott seine Gnade. Es besteht freie Wahl des Beichtvaters. Jeder mag sich den Beichtvater aussuchen, von dem er die stärkste Förderung auf dem Weg zum Himmel erwartet. Es ist keine Schande, zu einem Beichtvater zu gehen, der einen nicht kennt. Der Beichtvater ist in der gleichen Lage wie alle seine Beichtenden. Er ist ein Sünder, der seine Sünden einem anderen Beichtvater bekennen muss. Und zwar tut er das häufiger als die meisten seiner Pönitenten. Vor kurzem ist es mir in Mainz im Karmelitenkloster widerfahren, dass mein Beichtvater nach der Beicht zu mir sagte, kannst du meine Beicht hören? Ja, selbstverständlich konnte ich es. Warum scheust du dich, deine Sünden dem zu bekennen, der auch ein Sünder ist und vielleicht ein größerer als du, fragt der heilige Augustinus. Wahrhaftig ein schöner Satz, meine lieben Freunde. Warum scheust du dich, deine Sünden dem zu bekennen, der auch ein Sünder ist und vielleicht ein größerer als du?
Der Beichtvater ist streng verpflichtet, über die Sünden, die seine Penitenten ihm gebeichtet haben, absolutes Stillschweigen zu bewahren. Das Beichtsiegel lässt keine Ausnahme zu. Es gilt gegenüber jedermann, auch gegenüber dem Penitenten selbst. Man kann also nicht, wenn man den Penitenten auf der Straße spricht, sagen, also nur hören Sie mal, was haben Sie denn da gemacht und so. Es gilt auch gegenüber dem Penitenten selbst. Man spricht vom Beichtsiegel, weil das, was der Penitent dem Priester anvertraut hat, wie durch ein Siegel verschlossen ist. Das Beichtsiegel besteht zum Schutz des Beichtenden und zum Schutz der Heiligkeit des Bußsakramentes. Der Priester darf nichts aus der Beicht sagen, auch wenn dadurch schreckliche Übel abgewendet werden könnten. Ein König stellte einmal an seinen Haufgeistlichen die Frage, ob er es ihm sagen möchte, wenn ihm jemand beichten würde, er wolle den König töten. Der Hofgeistliche antwortete, unter keiner Bedingung. Da sagte der König, da steht mein Leben in Gefahr. Der Geistliche erwiderte ihm, noch mehr aber, wenn die Beichte und das Beichtsiegel nicht beständen. Auch vor Gericht darf der Priester nichts sagen, es gibt keinen Befehl und kein Gesetz gegen Gottes Gebot. Den meisten Menschen ist es besonders peinlich, Sünden gegen das sechste Gebot beichten zu müssen. Dazu ist Folgendes zu sagen. Die sexuelle Unordnung ist außerordentlich weit verbreitet. Ja, ich wage zu behaupten, für die meisten Menschen gibt es zumindest zeitweise ein sexuelles Problem. Wer also damit zu tun hat, reiht sich lediglich in die endlose Schar von Menschen ein, die mit diesem Trieb zu kämpfen haben. Es ist das Bekenntnis dieser Sünde nicht ungewöhnlich und dem Beichtvater nur allzu vertraut. Der Büßer hat deswegen weder Aufsehen noch Erschrecken noch Schelte des Beichtvaters zu befürchten. Er sollte sich daran erinnern, dass das Fleisch, auch das Fleisch des Priesters, schwach ist. Man sollte an erster Stelle immer die Sünde nennen, die man als die beschämendste ansieht. Auf diese Weise ist das Bekenntnis der übrigen Sünden leicht. Unaufrichtigkeit im Beichtstuhl ist töricht und schädlich. Wer wissentlich eine schwere Sünde verschweigt, erlangt keine Verzeihung, begeht eine neue Sünde, verbittert sich das Leben und ist in Gefahr, unbußfertig zu sterben. Die folgenden Beichten sind ungültig, solange die betreffende Person nicht alle seit der letzten gültigen Beicht begangenen schweren Sünden neuerdings beichtet. Wer ohne Schuld in der Beichte etwas Wichtiges ausgelassen hat, braucht es nur in der nächsten Beicht nachzuholen. Dasselbe gilt, wenn jemand in der Aufregung unabsichtlich falsch geantwortet hat und erst nach der Beicht sich dessen bewusst wird. Der Priester gibt dem Büßer die Losprechung, wenn er überzeugt ist, dass das Bekenntnis vollständig und Reue vorhanden ist. Die zum Sakrament der Buße hinzutreten, erlangen für die Gott zugefügte Beleidigung von seiner Barmherzigkeit Verzeihung und werden zugleich mit der Kirche wieder versöhnt, die sie durch ihr Sündigen verwundet haben und die zu ihrer Bekehrung durch Liebe, Beispiel und Gebet mitwirkt. Heißt es schön in der Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das Bußsakrament versöhnt uns also, und das ist die erste und Hauptwirkung, mit Gott. Es verleiht uns Gottes Gnade und vereint uns in Freundschaft mit Gott. Es bewirkt gleichsam eine geistliche Auferstehung, eine Wiedereinsetzung in die Würde des Kindes Gottes. Das Bußsakrament tilgt die Sünden und die ewigen Sündenstrafen. Alle Sünden, die jemand nach der Taufe begangen hat, können durch das Bußsakrament nachgelassen werden. Keine Sünde ist so schwer, dass sie nicht nach echter Reue vergeben werden könnte. Der Sünder, der sich dem Bußgericht unterwirft, nimmt gleichsam das Gericht vorweg, dem er sich am Ende seines irdischen Lebens unterwerfen muss. Die schwere Sünde schließt vom Himmelreich aus. Wem sie vergeben wird, dem steht das Himmelreich offen.
Das Bußsakrament tilgt auch zeitliche Sündenstrafen, also solche Sündenstrafen, die in der Zeit zu verbüßen sind. Aber nicht immer und nicht alle. Gott lässt in seiner Weisheit Sündenstrafen bestehen. Je vollkommener ja die Reue ist, umso mehr Sündenstrafen werden nachgelassen. Denn wie sagt Christus, wer viel liebt, dem wird auch viel verziehen. Die zeitlichen Sündenstrafen müssen wir entweder hier auf Erden oder im Reinigungszustand abbüßen. Auf Erden büßen wir sie ab, wenn wir die vom Priester auferlegten Bußwerke verrichten, wenn wir freiwillig Bußwerke und Werke der Frömmigkeit verrichten, wenn wir die von Gott geschickten Leiden geduldig hinnehmen und wenn wir Ablässe gewinnen. Das Bußsakrament erteilt oder vermehrt die heiligmachende Gnade und gibt uns helfende Gnade im Kampf gegen die Sünde. Wer die heiligmachende Gnade durch die Sünde verloren hat, dem wird sie durch das Bußsakrament zurückgegeben. Wenn wir sie dagegen schon vor der Beicht hatten, so wird sie durch die Beichte vermehrt. Die Buße bewirkt auch, dass man wieder für den Himmel verdienstliche Werke verrichten kann. Und dass die Verdienste aller zuvor im Stande der Gnade verrichteten guten Werke wieder aufleben. Der Heilige Geist gibt uns auch die notwendige Kraft zur Bekämpfung der Sünde. Die Beichte verhilft also nicht bloß zur Nachlassung der begangenen Sünden, sondern dient auch als Schutzmittel gegen zukünftige Sünden. Es können auch Freude und Heiterkeit des Gewissens, verbunden mit starker Tröstung des Geistes, infolge des Empfangens des Bußsakramentes eintreten. Wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt ja der Tröster zu uns. Und deswegen erlangt der bekehrte Sünder oft große Tröstungen. Die erlangte Seelenruhe wirkt häufig auch vorteilhaft auf den Körper sich aus und trägt zur Wiederherstellung der verlorenen Gesundheit zurück. Da haben Heilige oft dringend Kranke zum Empfang der heiligen Sakramente ermahnt. Das Bußsakrament versöhnt dann zweitens auch mit der Kirche. Die Sünde beeinträchtigt ja oder bricht die geistliche Gemeinschaft mit den Gliedern der Kirche. Das Bußsakrament erneuert sie oder stellt sie wieder her. Wenn der Sünder geheilt und geheiligt wird, dann geht ein belebender Einfluss auf die ganze kirchliche Gemeinschaft aus, die unter der Sünde eines ihrer Glieder gelitten hat. Der Sünder wird wieder in die Gemeinschaft der Heiligen aufgenommen oder in ihr gefestigt und durch den Austausch geistlicher Güter gestärkt. Dieser Austausch findet statt unter allen lebendigen Gliedern des Leibes Christi. Mögen sie noch in diesem Leben pilgern oder schon in der Heimat des Himmels angekommen sein. Der Beichtvater ist verpflichtet, dem Pönitenten heilsame und passende Genugtuungswerke aufzuerlegen. Zum Akt des Lösens tritt damit der Akt des Bindens hinzu. Der Wille des Beichtenden, die Buße anzunehmen und auszuführen, gehört zur Gültigkeit des Sakramentes. Die wirkliche Ausführung berührt zwar nicht mehr die Gültigkeit, gehört aber zur Vollständigkeit, zur Integrität des Sakramentes. Die Buße ist zu bemessen nach Art und Schwere der Sünden. Es gilt der Grundsatz, schwere Buße für schwere Sünden, leichte Buße für leichte Sünden. Ich habe den Eindruck, dass viele Priester diesen Grundsatz vergessen haben. Die Bußauflage soll den persönlichen Verhältnissen des Pönitenten Rechnung tragen und seinem geistlichen Wohl dienen. Die Art und die Höhe der Bußauflage werden auch vom Einfallsreichtum und Geschick des Beichtvaters sowie von seiner eigenen sittlichen Beschaffenheit abhängen. Wer Gott näher steht, Kraft seiner Heiligkeit, wird größeren Abscheu über die Sünde empfinden als ein anderer und dementsprechend geneigt sein, Art und Schwere der Buße entsprechend zu gestalten. Als Bußwerke geeignet sind alle guten Handlungen, die irgendwie für den natürlichen Menschen schmerzlich oder anstrengend sind, für Gott eine Ehre, für den Menschen ein Opfer bedeuten
Außer den leider Gottes fast nur noch üblichen Gebetsbußen kommen in Frage Enthaltsamkeit, Verzicht, Fasten, Werke der geistlichen und der leiblichen Barmherzigkeit, Dienst am Mitmenschen. Keine angemessene Buße ist es, wie ich einmal erlebt habe, noch in meiner Heimatstadt Breslau. Keine angemessene Buße ist es, wenn ein Priester Leuten im Altersheim aufgibt, Kirchenlieder zu singen. Wir müssen nach der Vergebung Genugtuung leisten, weil mit der Vergebung der Sünden nicht immer alle Strafen nachgelassen werden und nicht aller Schaden der Sünden wieder gut gemacht ist. Durch das Sakrament werden häufig nicht die zeitlichen Sündenstrafen getilgt, denn, ich zitiere Augustinus, Gott ist nicht so barmherzig, dass er darüber aufhörte, gerecht zu sein. Daher werden dem Büßer Bußwerke auferlegt, durch sie tilgt er die zeitlichen Sündenstrafen, jedenfalls teilweise. Die Bußwerke sollen aber auch den Rückfall in die Sünde verhüten, indem sie die bösen Neigungen vermindern. Wir müssen den Vorsatz ausführen und die nötigen Mittel anwenden, uns zu bessern. Die Sünde bringt uns ja selbst Schaden, sie verstärkt die bösen Neigungen in uns, sie schleift Bahnen des Bösen aus. Wir beseitigen den Schaden am besten durch Selbstverleugnung und Abtötung. Die vom Beichtvater auferlegten Bußwerke sollen wir getreulich, bald und in Vereinigung mit der Genugtuung Christi verrichten. Unsere Bußwerke sind trotz der Genugtuung Christi notwendig. Warum? Christus hat uns durch seine Genugtuung nur das verdient, was wir nicht erreichen konnten. Unsere Sache ist es, durch unsere eigene Genugtuung uns das zu eigen zu machen, was Christus uns verdient hat. Wir können nur dann mit Christus verherrlicht werden, wenn wir mit ihm zuvor gelitten haben. Die Genugtuung, die wir für unsere Sünden leihen, geschieht zwar durch uns, aber in Christus. Unsere Werke der Genugtuung haben ihre Kraft aus ihm. Sie sollen uns Christus angleichen, der ein für alle Mal für unsere Sünden Sühne geleistet hat. Wir müssen mit ihm leiden, wenn wir mit ihm auferstehen wollen. Der Schaden, den wir gut machen müssen, kann materieller und immaterieller Natur sein. Leicht gut zu machen ist gewöhnlich, nicht immer. Der materielle Schaden. Materieller Schaden entsteht zum Beispiel bei Diebstahl, Betrug und Unterschlagung. Ich habe es einmal beim Beichthören in Mainz erlebt, als mir jemand in den Beichtstuhl ein gestohlenes Radio brachte. Ich habe es dann zum Kaufhof gebracht, aber der Kaufhof schickte mir dann die Kriminalpolizei auf den Hals. In den letzten Jahren ist es üblich geworden, über frühere Generationen herzufallen, ihnen Schwäche, Versagen und Schuld vorzuwerfen und gleichsam stellvertretend, aber diffamierend, Schuldbekenntnis abzulegen. Dagegen ist das Bekenntnis eigener Schuld, sind Widerruf und Abbitte von Schmähungen außer Übung gekommen. Sie sollten schleunigst wiederhergestellt werden. Ich komme zum Schluss. Wer richtig beichtet, wer das Bußsakrament in der von Christus und der Kirche gewollten Weise empfängt, zieht daraus großen Nutzen. Der Beichtende erlangt durch die Beicht Selbsterkenntnis. Er muss ja sein ganzes Tun und Lassen mit dem Willen und den Geboten Gottes vergleichen. Dadurch lernt er sich selbst kennen und gerecht einschätzen. Durch die Beicht wird man gewissenhafter. Durch die häufige Beicht prägen sich nämlich die Gebote Gottes der Seele des Menschen tiefer ein. Wenn man dann in Gefahr steht zu sündigen, tritt das betreffende Gebot lebhaft vor die Seele. Auch der bloße Gedanke an die Notwendigkeit zu beichten kann von der Sünde abschrecken, weil es manchem unerträglich wäre, eine solche Sünde zu bekennen. Bei den meisten Menschen kehrt innere Ruhe ein, wenn sie ihre Sünden aufrichtig und reuig bekannt haben. Es wird nämlich jeder Mensch von einem gewissen inneren Drang getrieben, seine Fehler zu bekennen. Diesen Drang hat Gott
durch die Einsetzung der Beicht Rechnung getragen. Durch die Beicht erlangt man Charakterstärke. Man lernt nämlich durch die Beicht, sich selbst zu überwinden. Selbstüberwindung aber ist die erste Tugend eines charakterfesten Menschen. Durch die Beicht, nämlich durch den in ihr verliehenen Heiligen Geist, gewinnt man Erleuchtung des Verstandes und Stärkung des Willens. Beides führt dazu, dass wir künftig die Sünde meiden. Die Beicht ist ein Akt großer Demut. Sie macht den Menschen demütig. Es war in besseren Zeiten das Markenzeichen des katholischen Menschen, dass er demütig war. Diese Haltung war zu ihrem Teil die Wirkung des treu geübten Empfanges des Bußsakramentes. Wer ordentlich beichtet, macht sich von den Fesseln des Bösen frei. Denn wer die Wahrheit sagt, in einem Fall, wo das Lügen so leicht möglich und auch die Versuchung zur Lüge so groß ist, der wendet sich ernstlich vom Vater der Lüge, vom Satan ab und dem zu, der die Wahrheit selber ist, Gott. Es ist bezeichnend, dass alle Menschen, die ein unsittliches Leben anfangen, zuerst die Beichte aufgeben. Wenn sich dagegen jemand bessern will, ist der erste Schritt die Beichte. Der Anfang der guten Handlungen ist das Bekenntnis der schlechten Handlungen, sagt Augustinus. Auch die Gesellschaft hat durch das Bußsakrament mannigfachen Nutzen. Durch die Beicht werden viele Feindschaften behoben und wird Ungerechtes gut zurückerstattet. Denn niemand erlangt die Lossprechung, der seinen Mitmenschen nicht verzeihen oder ungerechtes Gut nicht zurückgeben will. Durch die Beicht werden viele Verbrechen verhindert und viele Laster wirksam bekämpft. Der Priester gibt sich doch im Beichtstuhl alle erdenkliche Mühe, um die Pönitenten von schlimmen Absichten und verderblichen Leidenschaften abzubringen. Er gibt ihnen die Mittel an, die sie anwenden müssen, um ihrer schlechten Neigungen und Leidenschaften Herr zu werden. Die Kirche kämpft mit der ganzen Kraft ihrer Existenz gegen die Sünde, weil sie der Leib Christi und die Gemeinschaft im Heiligen Geist ist. Christus, ihr Haupt, und der Heilige Geist, die in ihr wirksame, personhafte Liebe, kämpfen selbst gegen die Sünde derer, die mit ihnen vereint sind. Christus, der am Kreuz die Macht der Sünde niedergerungen hat, ringt sie in jedem Einzelnen nieder, der sich ihm in Glaube und Buße überantwortet. Durch die Niederringung des Bösen im einzelnen Christgläubigen wird der Sieg Christi über die Sünde vollendet. An uns ist es, meine lieben Damen und Herren, uns im Bußsakrament in den Tod Christi hineinzubegeben, uns im Bußsakrament unter das im Kreuz vom himmlischen Vater vollzogene Gericht zu stellen. Ich danke Ihnen. Ja, ich meine, dass eine solche Äußerung dann angebracht ist, wenn der Beichtvater spürt, dass einem Beichtkind das Bekenntnis sehr schwer wird. Es wird dann dem Beichtkind erleichtert, wenn er seine eigene Sündhaftigkeit und seine eigene Angewiesenheit auf die Gnade dem Beichtkind eröffnet. Das ändert nichts daran, dass er der Stellvertreter Christi bleibt. Aber es erleichtert dem Beichtkind psychologisch das Bekenntnis. Insofern wollte ich das gemacht wissen. Nicht also unbeschränkt und unbegrenzt und in jedem Falle, sondern dann, wenn es angebracht scheint, um jemandem Mut zu machen. Nicht wahr? Wenn man zum Beispiel sagt, wissen Sie, mit den Fehlern habe ich auch gerungen und ich habe sie überwunden. Das kann einem Beichtkind, das kann einem Jungen, das kann einem Jugendlichen eine große Hilfe sein. Wenn er mit diesen Schwierigkeiten gerungen hat und dennoch Priester geworden ist, warum soll ich das nicht können? So kann jemand, der vielleicht einen Priesterberuf hat und wegen gewisser Schwierigkeiten zweifelt,
ob er Priester werden soll, so kann einem solchen Jungen der Weg zum Priestertum unter Umständen gebahnt werden. Aus der religiösen Unterweisung von früher, da kenne ich eine Sünde, die ich bei Ihnen vermisst habe. Und zwar... war das also eine sehr tiefgreifende, die hat man als Sünde wieder den Heiligen Geist bezeichnet, die auch nicht vergebbar sei, so habe ich das in Erinnerung. Und die habe ich in Ihrem Katalog jetzt eben da vermisst. Als Sünde wieder den Heiligen Geist bezeichnet man das Widerstreben gegen die erkannte Wahrheit. Wenn man also etwas als wahr erkennt und sich trotzig dagegen stemmt, das ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Man will nicht sich von der Wahrheit überwältigen lassen, man will sich nicht der Wahrheit beugen. Solange diese Sünde anhält, kann sie nicht vergeben werden. Aber selbstverständlich, wenn sich der Betreffende von dieser Sünde löst, dann kann auch diese Sünde vergeben werden. Das halte ich für das Leichteste, was es überhaupt gibt. Denn er spricht über nichts. Er spricht über nichts, was er in der Beichte gehört hat. Und außerdem sind die Menschen, meine Dame, sind die Menschen nicht allzu verschieden. Also die Bekenntnisse ähneln sich, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht wahr? Infolgedessen ist also hier gar keine außergewöhnliche Überraschung etwa bei einem Pönitenten zu erwarten. Und wie gesagt, wir sind so daran gewöhnt, wir haben es von Anfang an gelernt, dass wir hier zu schweigen haben, dass das Sprechen darüber eigentlich kaum jemals vorkommt. Der französische Bischof Grégoire von Blois hat ein zweibändiges Werk geschrieben über die Priester in der Französischen Revolution. Ich habe dieses Buch gelesen. In diesem Buche heißt es, man hat Priester gesehen, die ihren Priesterrock ausgezogen haben. Man hat Priester gesehen, die zu den Revolutionären übergegangen sind. Man hat Priester gesehen, die sich verheiratet haben. Aber man hat nicht einen Priester erlebt, der das Beichtsiegel gebrochen hat. Ein ehrendes Zeugnis für den französischen Klerus angesichts der furchtbaren Bedrohung der Französischen Revolution. Wir haben ja auch eine Menge von Märtyrern des Beichtsiegels. Johannes Nepomuk gilt als Märtyrer des Beichtsiegels, und das wird von manchen Historikern etwas in Zweifel gezogen. Aber einer ist sicher ein Märtyrer des Beichtsiegels, nämlich der schlesische Kaplan Andreas Faulhaber, der in Glatz von König Friedrich II., den manche den Großen nennen, aufgehängt wurde. Warum? Ein Soldat hatte bei ihm gebeichtet, der dann Fahnenflucht beging, und dann wurde er dafür verantwortlich gemacht. Er konnte und wollte sich nicht verteidigen, er musste diese Fahnenflucht mit seinem eigenen Tode büßen. Das ist ein echtes Beispiel für einen Priester, der dem Beichtsiegel buchstäblich zum Opfer gefallen ist. Ich sprach davon, dass man ja grundsätzlich nie zur Heiligen Kommunion gehen darf, wenn man eine schwere Sünde nicht gebeichtet hat. Sie meinten, das könnte aber einen wichtigen Grund geben, doch zu kommunizieren, wenn man keine Gelegenheit hat. Ja. Was könnte da ein wichtiger Grund sein? Ja. Nach Kriegsende machte ein Roman die Runde und wurde verschlungen. Das war dieses Buch von Graham Greene, Die Macht und die Herrlichkeit. In diesem Buche wird in der Zeit der
mexikanischen Verfolgung, ein Priester beschrieben, der in Verkleidung durch das Land geht, um die verstreuten Gläubigen im Geheimen mit dem Worte Gottes und mit den Sakramenten zu versehen, der aber selber keinen Priester findet, dem er einmal beichten könnte. Jetzt stand er vor der Frage, entweder er feiert nicht mehr das Messopfer, weil er nämlich, leider Gottes, in schwere Sünde gefallen war, oder er versucht, vollkommene Reue zu erwecken, mit dem Vorsatz, so bald wie möglich zu beichten und feiert die Heilige Messe. Und so hat er es auch getan, nicht wahr? Das wäre ein solcher Fall, wie man eben notfalls sich mit vollkommener Reue begnügen könnte. Das ist ja auch das Prinzip der sogenannten Kollektivabsolution. Wir, die wir Soldaten waren, wissen, dass es sowas im Kriege gab. Im Kriege konnten vor Schlachten nicht alle Männer, die beichten wollten, beichtgehört werden. Zwar zogen die Kriegspfarrer auch als Soldaten eingezogene Priester heran zum Beichten, aber trotzdem langte es nicht. Da wurde dann eben gemeinsam Reue erweckt, hoffentlich vollkommene Reue, und dann wurde die Lossprechung gegeben. Natürlich haben nur diejenigen die Lossprechung gültig empfangen, die wirklich Reue hatten. Aber eine Beichte in dem Sinne, dass das Sündenbekenntnis gemacht, das lag nicht vor. Freilich wurde hier die Lossprechung gegeben. Das ist noch ein Unterschied zu dem, sich mit Begnügen mit der bloßen vollkommenen Reue. Aber immerhin, hier fiel auch ein wichtiger Bestandteil des Bußsakramentes aus, nämlich die Beichte. Die mussten natürlich, und das ist heute noch schon Kirchenrecht so geregelt, die mussten natürlich bei der nächsten möglichen Beichte die nicht bekannten Sünden nachholen. Ja, dass Bußgottesdienste die Beichte nicht ersetzen. Welchen Sinn machen dann überhaupt Bußgottesdienste heute in der Kirche? Und dann eine zweite hypothetische Frage, wenn es wieder so wäre, dass die Gläubigen zur Beichte gingen, wäre überhaupt die Beichte in dem Ausmaße anzubieten, aufgrund des Priestermangels, den wir heute haben, und dann bezogen auf die Kriegszeit, welchen Sinn könnten dann Generalabsolutionen machen? Der Bußgottesdienst könnte eine wichtige Funktion ausüben, wenn er benutzt würde, um die Leute, die zur Einzelbeichte entschlossen sind, auf diese Einzelbeichte vorzubereiten. Man könnte also gemeinsam im Bußgottesdienst eine Gewissenserforschung halten, Reue erwecken, Vorsatz vorschlagen und dann die Leute zur Heiligen Beicht führen. So etwas ist versucht worden vor einigen Jahren, das habe ich in meiner Schrift da beschrieben, in Bingen. In Bingen war ich unter 12 Beichtvätern einer. Es war zunächst ein Bußgottesdienst, allerdings einer, den ich lieber nicht mitgemacht hätte. Und danach hatten die Leute Gelegenheit, bei 12 Beichtvätern zu beichten. Aber das Echo war kläglich, nicht wahr? Die Leute waren so modernistisch verbildet in Bingen, im früher so frommen Bingen, dass, ich glaube, wir hatten etwa 60 Beichten von 12 Beichtvätern, nicht wahr? Ja. Die andere Frage: Was wäre, wenn jetzt Leute wieder mehr zur Beichte gingen? Ja nun, dann müssten wir natürlich mehr Beichtzeiten anbieten. Ja. Die Priester sind heute meines Erachtens durch den Ausfall der Beichte weit weniger belastet, als wir es waren zu der Zeit, wo die Leute noch beichten gingen. Ja, wir haben ja doch früher Stunden um Stunden im Beichtstuhl verbracht. Wir haben vor allem in der Osterzeit viele Beichten gehört. Als ich meine priesterliche Tätigkeit aufnahm, also Anfang der 50er Jahre, da war das so, wir haben jeden Tag Beicht gehört. In der Messe, die ich feierte, hat der Pfarrer Beicht gehört. In der Messe, die er feierte, habe ich Beicht gehört, an Werktagen. Dazu kam die Beichtgelegenheit am Samstag. An jedem Samstag und vor dem Erzjesu-Freitag war eigene Beichtgelegenheit. Am Sonntag kam aber auch noch eine Menge Leute, denn die Leute in der Diaspora, die können ja nicht zweimal oder nicht gut zweimal in der Woche in die Pfarrkirche kommen. Und dann kamen sie eben vor der Heiligen Messe und dann haben wir sie auch am Sonntag wieder beichtgehört. Und wenn ich auf die Außenstationen fuhr, wir hatten 6 Außenstationen, dann haben wir eben vor der Heiligen Messe Beichtgelegenheit geboten. Also es ist durchaus damals zu bewältigen gewesen. Natürlich, das gebe ich gern zu, mit
erhöhte mehr Anstrengung, als es heute notwendig ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass damals das Nüchternheitsgebot bestand, noch von Mitternacht an. Ja, von Mitternacht an nüchtern. Ja, infolgedessen war also die Anstrengung erheblich größer. Aber zu bewältigen wäre ein größerer Ansturm auch heute. In den vergangenen Jahren habe ich oft beigehört in Kiedrich im Rheingau. Kiedrich ist eine bekannte Stätte, wo der alte Choral noch gesungen wird, eine einzige Stätte, einzigartige Stätte. Und der damalige Pfarrer hat bis zu seiner Pensionierung immer mehrmals im Jahre Beichtkonkurstage mit fremden Beichtvätern angesetzt. Es waren dann immer zwei Beichtväter anwesend. Einer davon war ich am Valentinustag, das ist nämlich der Festtag gewesen, dann Weihnachten und natürlich Ostern, vor Ostern. Diese drei Festtage waren dort große Konkurstage, wo wir stundenlang im Beichtstuhl zugebracht haben. Ich war niemals glücklicher, meine lieben Damen und Herren, als wenn ich dort aus dem Beichtstuhl kam. Ich war niemals glücklicher in meinem Leben, als nach solchen Tätigkeiten, wo man den Menschen wirklich aus der Tiefe helfen konnte. Ich habe mal eine sehr eigenartige Form der Beichte miterlebt vom sogenannten Neokatechumenat. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Und zwar, ein Hufeisen wurde gebildet, da kam ich in München rein. In der Mitte stellte sich dann der Geistliche auf. Es wurde also nach Leibeskräften auf der Gitarre musiziert. Und das Beichtkind kam dann zum Priester in die Mitte, flüsterte was ins Ohr. Also ich bezweifle, ob das hörbar war, wenn der dann die Gitarre Vollstopp spielte. Ich habe das auch sehr stark kritisiert damals, weil er da meines Erachtens weder die Funktion des Arztes noch des Richters, man hat auch gesehen, dass da nicht zurückgeredet werden konnte. Inwieweit ist da noch, für sinnvoll halte ich sowieso nicht, aber inwieweit ist da überhaupt noch von einer Gültigkeit auszugehen? Ja, die ist zumindest zweifelhaft. Zumindest zweifelhaft bei solchem Betrieb. Eine sehr gute Frage. Ich finde, das ist die beste Frage, die bisher gestellt wurde. Nein, in allem Ernste. Die vollkommene Reue ist nämlich gar nicht so einfach. Gott lieben um seinetwillen und die Sünde bedauern um Gottes Willen. Dass wir irdischen Schaden haben, das ist überhaupt keine Reue. Das ist überhaupt keine Reue, die vor Gott zählt. Aber wenn ich dann immerhin bedenke, dass ich Schaden habe an meiner Ewigkeit, an meiner ewigen Seligkeit, weil ich eben möglicherweise deswegen im Fegefeuer verbleiben muss, das ist schon immerhin die sogenannte Furchtreue, das ist immerhin schon eine unvollkommene Reue, die im Verein mit dem Empfang des Bußsakramentes genügt, wenn auch nicht das Ziel ist. Die vollkommene Reue dagegen, die sie aus der Liebe, aus der reinen Liebe zu Gott erhebt, die ist gar nicht so einfach zu bringen. Denn reine Liebe zu Gott zu haben, ist nicht einfach. Wir denken immer an uns. Wir mischen, sagt der heilige Pfarrer von Ars, wir mischen die Selbstsucht in unsere Handlungen wie das Salz in die Suppe. So ist es doch, nicht wahr? Und die vollkommene Liebe, die hat eben keine Selbstsucht in sich. Da geht es eben nur um Gott, dass der Schmerz im Menschen ist, weil Gott beleidigt wurde. Ich meine, dass man psychologisch leichter zur vollkommenen Reue kommt, wenn man das Leiden des Heilandes betrachtet und bedenkt, dass dieses Leiden vom Vater im Himmel auferlegt wurde, um unsere, meine Sünden zu sühnen. Wenn ich ihn da vor mir sehe, wie er unter dem Kreuze zusammenbricht, ja, ich meine, da kann ich Liebe empfinden. Die Liebe zu Gott wird erleichtert, wenn ich den Menschgewordenen Gottessohn
in seiner Liebe betrachte. Die Verehrung der Passion Christi, glaube ich, ist der leichteste Weg zur vollkommenen Reue. Ja, Christus lieben um seiner Leiden willen, Christus lieben um seiner Versöhnung willen, Christus lieben um dessen willen, was er für mich getan hat. Er hat mich geliebt und sich für mich dahingegeben, sagt Paulus im Galaterbrief. Das kann man meines Erachtens am leichtesten benutzen, um zu einer vollkommenen Reue zu finden. Dich liebt, o Gott, mein ganzes Herz, und dies ist mir der größte Schmerz, dass ich betrüb dich höchstes Gut. Ach, wasch mich rein in deinem Blut. So haben wir als Kinder gelernt, nicht? Wie schön, ein Reuegebet. Es ist übrigens sehr nützlich, sich Reuegebete auswendig zu lernen. Warum? Weil man an Krankenbetten oder bei Sterbenden die Reue vorbeugen muss. Und da ist es gut, wenn man Formeln hat, die man in sich trägt und den Sterbenden vorsagen kann. Es gibt Gelegenheiten, wo einem nichts einfällt. Aber was ich gelernt habe, was ich auswendig kann, das dringt mir dann auch aus dem Munde und kann dazu benutzt werden, um einem Verunglückten, einem Unfallgeschädigten oder einem Sterbenden Reue vorzubeten. Der Sterbende kann ja oft sich nicht mehr regen, aber er kann noch hören. Auch wenn er nicht mehr sprechen kann, er kann noch hören. Ich weiß noch, vor 10 Jahren ist meine Mutter gestorben. Sie konnte keinen Ton mehr von sich geben. Aber wenn ich vorbetete, da faltete sie die Hände. Das heißt, sie hat wahrgenommen, dass gebetet wurde. Und so kann man es dann auch bei Sterbenden machen, wenn man ihnen Reuegebete vorbetet. Viele Priester verschweigen den Gläubigen, dass man zum Beispiel sonntags zur Kirche zu gehen hat. Verschweigen, Notwendigkeit der Beichte. Sie erzählen im Kommunionunterricht, dass die Beichte später gemacht werden kann, den Kindern. Ich bin überzeugt, dass hier Priester eine Sünde begehen. Ich bin auch überzeugt, dass die Priester, die so reden, diese Sünde nicht bereuen, nicht beichten. Aber sie kommunizieren täglich. Und das ist eine schlimme Sache. Das ist eine schlimme Sache, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Das ist eine schlimme Sache, über den inneren Befund können wir hier nicht richten. Aber wir müssen ja die äußeren Dinge beurteilen. Und da können wir nur sagen, dieses Verhalten ist ärgerniserregend. Und wenn Sie die volle Einsicht haben in das, was Sie tun, beflecken Sie Ihre Seele mit schwerer Schuld. Ja, mit dem Priesterbeichten ist das so ein, Entschuldigung, das Wort ist eine Sache, nicht wahr? Ich glaube, ich habe das da erwähnt in dieser Schrift. Ich traf einmal einen Priester, 2 Jahre nach seiner Primiz, da sagte er, seitdem habe ich nicht mehr gebeichtet. Ja, was ist denn das? Ich habe eine Frage zur Möglichkeit des Priesters, die Lossprechung zu verweigern. Nach welchen Gesichtspunkten macht der Priester das? Oder anders gefragt, muss denn der Penitent nicht Angst haben, wenn er zum x-ten Mal seine Gewohnheitssünde beichtet, dass der Priester auf einmal die Lossprechung verweigert? Nein. Gewohnheitssünden können nur durch bessere Gewohnheiten überwunden werden. Wenn der Priester feststellt, dass der Betreffende sich müht, auch wenn seine Mühe gering ist, muss er ihm die Lossprechung geben. Nur dann, wenn er sich nicht müht, wenn er unter Umständen die Lossprechung benutzt, um sein böses Tun weiterzutreiben, und so etwas gibt es, dann muss er sagen, jetzt kann ich sie nicht mehr lossprechen. Würde ich der Priesterstand mehr Attraktivität gewinnen, wenn die Priester heute Beichte halten würden? Das machen sie heute nicht mehr. Und das ist ja nutzlos für die Gesellschaft, für den Gläubigen. Der Priester Beichte wird ja geachtet von den Gläubigen. Das nicht tut, das ist nutzlos für den Gläubigen. Nur, wir wollen nicht annehmen, dass er ganz nutzlos ist. Aber er versäumt eine wesentliche Pflicht. Ich habe ja in dieser Schrift das Wort von Friedrich Nietzsche zitiert, wo Friedrich Nietzsche sagt, das sei die tiefste Nützlichkeit des Priesters, ein verschwiegenes Ohr, ein Grab für Geheimnisse zu sein. Nietzsche hat in seinem Hass etwas Richtiges gesehen. Ja, ich selbst würde dann gerne eine kleine historische Frage, Herr Rosberg, die mich schon lange beschäftigt. Wie sehen Sie, Herr Professor, in der Antike das Verhältnis
von öffentlicher Ausübung des Bußinstituts und Privatbeicht. Das ist ja eine Frage, die sehr umstritten ist in der Forschung. Ich erinnere mich daran, dass Krotz versucht hat, eine sehr frühe Form der Privatbeicht, wie man später sagte, schon geschichtlich festzumachen. Das ist dann bestritten worden, vor allem von Rahner. Es gibt einige Stellen bei Origenes zum Beispiel, die ich im Kopf habe, wo es so aussieht, dass also jedenfalls doch eine Privatbeicht auch stattfand. Der Priester dann entschied, dass es dem öffentlichen Beichtinstitut übergeben wurde, der Fall. Wie würden Sie da das Verhältnis Wer von der öffentlichen Buße im Altertum spricht, muss zunächst einmal eine Voraussetzung sich gefallen lassen. Nämlich, wenn in der Antike relativ selten gebeichtet wurde, dann hatte das darin seinen Grund, dass die Menschen, dass die Christen dieser Zeit viel, viel mehr Buße taten, als wir es gewöhnt sind. Sie hatten die langen Fastenzeiten, die als Buße gedacht waren. Sie hatten die Fasttage, etwa in den Quatembertagen, ne, und hatten also dadurch Gelegenheit, durch diese Einhaltung der Bußzeiten von vielen Sünden befreit zu werden. Freilich, die schweren Sünden waren grundsätzlich auch damals dem Bußgericht zu unterwerfen. Es gab also eine öffentliche Buße. Aber eines ist, glaube ich, unbestreitbar. Wenn die öffentliche Buße auferlegt wurde, war das Bekenntnis selbst geheim. Geheimes Bekenntnis, aber öffentliche Ableistung der Buße. Natürlich konnte man aus der Art und Länge der Buße gewisse Schlüsse ziehen. Es gab ja Bußkataloge, wo aufgeführt wurde, Bußbücher, wo aufgeführt wurde, für welche Sünde welche Buße zu leisten ist. Ich meinetwegen 4 Wochen Buße für ein Fluchwort oder 2 Jahre Buße für eine Körperverletzung. Daraus ließen sich natürlich gewisse Schlüsse ziehen, aber die Gläubigen haben offensichtlich daran kaum einen Anstoß genommen. Meine Damen und Herren, die öffentliche Buße hat es in der Diözese Mainz bis ins 18. Jahrhundert gegeben. Ich habe, wie ich hoffentlich bald in einem Buche ausführen werde, ich habe in Kirchenbüchern von Bensheim an der Bergstraße gefunden, dass Brautleute, die sich vor der Ehe vergangen hatten, öffentliche Buße leisten mussten. Das sah natürlich nicht mehr so aus wie in der Antike. Aber sie mussten in der Kirche erscheinen mit einer Kerze und vor der Gemeinde Abbitte leisten für ihr Vergehen. Immerhin eine ziemliche Beschämung und Bloßstellung, nicht wahr? Also das war die Form der öffentlichen Buße, die sich in der Diözese Mainz bis ins 18. Jahrhundert, nicht überall, aber in einzelnen Pfarreien, erhalten hat. Sie hatten erwähnt im Vortrag, dass die Einführung der jährlichen Verpflichtungen, also der Verpflichtung zur jährlichen Beichte, dass die ursprünglich nicht näher gekennzeichnet wurde, ob es Sünden sind oder nicht. Und später offensichtlich wurde das geändert. Lässt sich das irgendwie an einem kirchlichen Dokument festmachen, zeitlich? Wann das geändert wurde? Einfach die Interpretation der Theologen, die sich geändert hat. Der neue Kodex sagt meines Wissens zum ersten Mal ausdrücklich, dass nur der gehalten ist zu beichten, der schwere Sünden hat. Der frühere Kodex von 1917 also, hat es in dieser Deutlichkeit nicht ausgesprochen. Aber ich kann Ihnen ein Erlebnis erzählen. Es wurde auch damals schon, also unter der Herrschaft des Kodex von 1917, die Meinung vertreten, dass die jährliche Beichtpflicht nur für den bestehe, der schwere Sünden begangen hat. So habe ich es selbst während meines Studiums in München aus dem Munde etwa von Schmaus oder auch von Mörsdorf gehört. In das Bewusstsein der Gläubigen war das nicht abgesunken.
Die Gläubigen waren überzeugt, dass man als katholischer Christ jedes Jahr wenigstens einmal beichten muss, gleichgültig, was man angestellt hatte oder nicht. Ich wurde einmal von einem Jugendlichen, der von etwa 15, 16 Jahren gefragt, ob er zu der jährlichen Beichte gehalten sei oder nicht. Ich musste ihm wahrheitsgetreu berichten, dass es die Meinung gäbe unter Theologen vielleicht besser ohne Artikel, dass die Beichtpflicht nur für den bestehe, der schwere Sünden hat. Sofort kam die Antwort, wer aus der Pistole geschossen, ich habe keine schweren Sünden. Ja. Na, das ist eben natürlich die Frage, was ist schwere Sünde? Das zu entscheiden ist oft nicht leicht. Natürlich kann man bei groben Sünden angeben, was schwere Sünde ist. Nicht wahr? Wenn einer seine Frau verprügelt, das ist natürlich eine schwere Sünde, das ist ja klar. Da wird man auch nicht anführen können, dass sie ihn vorher verprügelt hat. Nicht wahr? Das sind unwürdige Handlungen. Ja nun, das kommt ja Gott sei es geklagt vor. Und es wird in vielen Familien geschlagen. Aber bei anderen Sünden ist die Ziehung der Grenze sehr schwer möglich. Zum Beispiel etwa bei Eigentumsdelikten. Nicht wahr? Wenn ich aus einem Marktkorbe ein paar Tomaten stehle, wird niemand annehmen, das soll eine schwere Sünde sein. Nicht wahr? Wenn ich aber einem armen Manne das einzige Schaf wegnehme, das sein ganzer Besitz ist, denken Sie an die Geschichte von David und Urias und Bezabe. Wenn ich dem armen Manne sein einziges Schaf wegnehme, dann ist das zweifellos eine schwere Sünde. Es kommt also auch auf die Umstände an, ja, und auf den Wert der Sache. Ich sage noch einmal, das zu entscheiden ist selbst gewieften Theologen nicht immer möglich. Sie können ja zum Beispiel in den sich aufeinanderfolgenden Moraltheologien des jetzt eben verstorbenen Hering feststellen, wie sich die schweren Sünden immer mehr verflüchtigen. Je weiter der Modernismus in der Kirche fortschritt, umso mehr verflüchtigten sich bei ihm die schweren Sünden. Ja, ich habe mich oft gefragt, wie kann der Mann das verantworten? Wie kann der das verantworten? Und dann wurden gewöhnliche Beispiele aus der Vergangenheit gebracht. Also, wenn ein Priester eine Hore auslässt, dann hat er eine schwere Sünde begangen. Mag ja sein, dass manche diese Meinung vertreten haben. Es kommt doch darauf an, aus welchen Motiven er sie auslässt. Ja, wenn er todmüde ist, wird ihm niemand das übel nehmen, wenn er mal eine kleine Hore auslässt. Aber die Verspottung derer, die es versucht haben, schwere und leichte Sünde abzugrenzen, ist sehr leicht. Aber anzugeben, wo diese Grenze verläuft, das ist sehr schwer. Es gibt ja auch die Meinung, dass man auf jeden Fall einmal im Jahr, nämlich in der österlichen Zeit, beichten müsse, auch wenn man sich keiner Todsünde bewusst ist, weil man nämlich durch die Unterlassung dieser Beichte dann eben eine Todsünde begehen würde. Ist das halt eigentlich so? Ja, wenn aber das Gebot so formuliert ist, dass nur der beichten muss, der schwere Sünden hat, dann ist natürlich die Unterlassung keine schwere Sünde. So, ich würde sagen, noch eine Frage, dann sollten wir Herrn Moser May aus der Pflicht entlassen, damit er noch ein wenig das schöne Haus hier anschauen kann. Haben wir noch eine Frage? Ja, vielleicht wäre es auch aufgrund des Jahres gut, wenn Herr Professor noch einige kurze Erklärungen zum Ablass geben könnten. Es ist ja die Exportation, das Verhältnis des Ablasses zum den Wirkungen des Bußsakramentes. Ja. Bei der Ableistung der zeitlichen Sündenstrafen, die wir ja alle durch unsere Sünden verdient haben, vermag die Kirche dem Sünder zu Hilfe zu kommen. Und diese Hilfe nennt man Ablass. Der Ablass ist der Nachlass von Strafen für Sünden, die der Schuld nach vergeben sind. Nachlass von Strafen für Sünden, die der Schuld nach vergeben sind. Die Sünden sind vergeben, aber es bestehen noch Strafreste. Und bei der Abbüßung dieser Strafreste vermag die Kirche Hilfe zu leisten. Sie schöpft ihre Hilfe aus dem Verdienstschatz Christi. Das heißt also, sie bedient sich damit der Kraft des Blutes Christi, einfach ausgedrückt. Sie vertraut darauf, dass wenn sie dieses Blut anruft, wenn sie die Passion Christi anruft,
dass dann dieses Blut so mächtig ist, dass den Betreffenden Strafen vergeben werden. Wir können Ablässe gewinnen für uns selbst, aber nicht für lebende andere, sondern nur für verstorbene andere. Für uns selbst Lebende und für verstorbene andere. Diese Ablassbedingungen sind gewöhnlich für den vollkommenen Ablass: Beicht und heilige Kommunion, Besuch der Kirche, Gebet nach der Meinung des Heiligen Vaters. Das sind gewöhnlich die Bedingungen. Ein vollkommener Ablass ist ein solcher, bei dem alle zeitlichen Sündenstrafen nachgelassen werden. Die Gewinnung eines vollkommenen Ablasses ist sehr schwer, wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht gelingend. Warum nicht? Weil jede Anhänglichkeit an eine Sünde aus dem Herzen gewichen sein muss. Ist ja klar. Wer noch eine Anhänglichkeit an die Sünde hat, der ist ja auch noch strafwürdig. Der hat ja noch die Verpflichtung, Strafen zu ertragen. Es muss also jede Anhänglichkeit an die Sünde geschwunden sein, damit ein vollkommener Ablass gewonnen wird. Aber das ist nicht schlimm. Wer keinen vollkommenen Ablass gewinnt, gewinnt einen unvollkommenen. Das heißt, es wird einen Teil der zeitlichen Sündenstrafen erlassen. Die Ablasse sollte man nicht gering schätzen. Der Bußhistoriker Poschmann, den ich im Vortrag erwähnt habe, dieser große, bedeutende Erforscher der Bußgeschichte, Ablass in der Bußgeschichte, der hat das schöne Wort gesagt: Der Ablass ist eine legitime Frucht am Baume des kirchlichen Bußwesens. Also kein Zopf, den man abschneiden muss, auch kein Irrweg, sondern eine legitime Frucht am Baume des kirchlichen Bußwesens.